Hitman oder sowas. Ich bin die Ja, tolles Modell, was wir hier haben. Ich glaube, es müsste der größte Heli sein, den wir heute hier auf dem Platz haben. Dass er sich gleich jetzt am Anfang präsentiert, ist natürlich wunderbar. Freuen wir uns. Also ein Highlight nach dem anderen. Wir haben am, zum 10. Flughafenfest hier in Niederstedt-Leina. Ein Pyro 1000, das heißt, der Starter des Elektromotors hat einfach die Dimensionen, wo sie da von der Leistung her den Besuch als E-Bike damit fahren. Und sie sehen, wenn wir jetzt ein kleines bisschen Wind nehmen, geht das doch aus, als wäre das ein richtig Mannraumgewicht unterwegs. Der uns natürlich jetzt auch mit seiner fantastischen niedrigen Drehzahl in die Platzgewalt begeistert. Die Gefahr hat er 5 Sets weiter gebaut. Und er zeigt sich natürlich hier auf den richtigen Start. Für den Modell oder einfach für den Bau des Ganzen. Er hatte schon seinen Stand aufgebaut, direkt in der Operationszeit. Das ist dann mal der Hochspannungsmodell, der alles möglich ist. In den Größen des Elektroantriebs, das wäre überhaupt nicht denkbar gewesen. Aber wir sind heutzutage wirklich in dem mit dem Vorteil, dass wir sagen können, Elektroantrieb haben sich meine Leistung erhalten. Ganz weit für das Rennen. Da müssen wir auch unbedingt eine Dauerleistung von 8 kW haben. Und das Ganze mit diesem Polymerkämpfen zu tun. Einfach nur schön. Und wie er das hier macht, das wäre doch jetzt ein brauchbar so ein schöner Applaus, ja, liebe Zuschauer, hier in Jena für den Weimar. Das Kinden der Welt haben. Yeah.
Im Roto ist natürlich bei dem Kreis nicht möglich. Er hat ganz einfach gelöst. Er hat da an der Hauptmotorwelle eine Bremsscheibe von einem Fahrrad angebaut und über ein Servo einfach eine Rotorblattbremse angebaut, wie das normale Modell auch hat, also das Original auch hat. Sonst müsste man jetzt bei dem Rotorkreis eine ganze Weile stehen bleiben, bis das Ding ausgedreht hat. Wie gefasst, wenn Sie Fahrstuhlmodell haben, gehen Sie dann hin. Hier von rechts nehmen wir Moderatoren. So, jetzt alle hinters Netz.